Hallo und schön, dass ihr heute wieder mal bei Let's Play World of Warships dabei seid. Und heute habe ich mir mal ein Schiff ausgesucht von Rabbit X Boom, glaube ich heißt er. Und zwar die Kongo, weil ja, die Kongo, glaube ich, habe ich so noch nie wirklich gezeigt. Und das würde dem Schiff einfach nicht gerecht werden, wenn es hier so gar nicht vorkommt. Also von dem her heute mal die Kongo. Eigentlich ist es das ARP-Schiff, aber im Replay scheinbar wird nur die Kongo angezeigt. Also so what, in dem Fall halt die Kongo. So. Ganz genau. Richtig. Also daran hört man, das ist definitiv da hier die Kongo. Und ohne Japanisch kommt es nicht aus. Ich kann es euch jetzt leider nicht übersetzen, was uns die nette Dame da mitgeteilt hat. Aber es war bestimmt sehr, sehr wichtig. So, er fährt hier mit halber Fahrt. Deutlich vermindert. Da drüben Fuso und Aober. Das sind natürlich auch schon Dinger. Da muss man ein bisschen Respekt mit einer Kongo haben. Schüsse kommen jetzt an. Ja, 3000, da geht noch einiges mehr. Da ist noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Und jetzt aimt er scheinbar auf die Eroberer ein. Natürlich in einer schönen Distanz. Schön mit der Breitseite zu ihm. Also das, wenn trifft, könnte schon direkt ein satter Hit werden. Und die schauen gut aus. Wow! Ja. Da wird er seinem Namen aber sowas von gerecht. Also das war ein absolutes Boom. Drei Zitadellen und über 30k Damage. Wow. Da sieht man immer mal wieder, man muss einfach so ein bisschen wirklich aufpassen bei World of Warships, wie man sich positioniert und wie man fährt. Einmal ein bisschen zu viel, ein bisschen zu schlecht die Seite gezeigt und das geht halt einfach mal in die Binsen. So, die Glemsen hat er jetzt mal für ordentlich Torpedos gesorgt. Mal schauen, ob da auch irgendjemand was trifft, aber sieht so aus, als ob da... Ja doch, die Nicholas hat da einen gefangen. Er selber kann jetzt hier nicht unterstützen, aber es sieht so aus, als ob die Glemsen dann guten Job macht. Torpedos im Wasser von der Glemsen, Glemsen weg. Und ja, hat aber leider hier Nicholas und Glemsen weg. So, hat aber leider hier noch mitgeholfen, da zu zerstören. Schade, schade. Aber die Glemsen hier hat es gut gemacht gegen die Nicholas, so wollte ich sagen, ohne da jetzt für allzu viel Verwirrung zu sorgen. Wir konzentrieren uns wieder aber auf die Kongo, weil hier mit der Omaha auf nicht einmal 6 Kilometer Distanz, das kann auch gleich wieder einen dicken Schlag machen. Scheiße! Ja, und es macht's in der Tat. Wieder zwei Zitadellen, wieder ein vernichtender Schlag. Ja, es läuft einfach wirklich sehr rund bei ihm, muss man gerade sagen. Schaut euch oben mal an, wie viele Treffer er überhaupt gemacht hat. Das ist schon pervers. Oh, da Torpedos im Wasser, aber die sind alle halb so wild. Auf die Omaha in 18 Kilometer Entfernung, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Da trifft man nicht so gut wie auf 6. Da eine Isokase. Die zieht aber scheinbar wieder auch ab. Wobei da die nächste Omaha auch schon wieder kommt. Ja, nicht da so rein, nein, nach links. Und bremsen. Naja, die Torpedos. Und jetzt will er da natürlich die weghaben. Gut gebremst, gut gelenkt. So waren die Torpedos alle halb so wild. Schüsse in der Luft, aber keiner trifft. Jetzt muss da die Omaha die definitiv wegmachen. Aber das sieht gut aus, noch 220 Hitpoints. Das sollte reichen. Und jetzt kann er auf die Yubari dann eigentlich gehen. Aber auch die Yubari ist da schon auf dem Rückzug.
Ja, auch hier alle links und rechts daneben, keiner, der da wirklich treffen will. Volle Fahrt liegt jetzt auch an, also jetzt will er da definitiv den Gegnern nachstellen. So, jetzt ist die Yubari in einem Winkel, der gut passt. Entschuldigung, es war mein Telefon. Also er braucht es nicht zum Telefon eilen, das war bei mir. Aber man sieht, kann halt auch mal vorkommen. So, jetzt komm, jetzt mach's aber mal weg. Jetzt wird's langsam mal Zeit. So, Schüsse jetzt auf die Isokase und jetzt hier schön 4000 Schaden. Das ist doch für eine Isokase schon fast 50% der Hitpoints, die dann da weg sind. Ich glaube, sie hat gesagt, Obacht, von rechts kommen Torpedos. Also so gut ist mein Japanisch dann noch. Und jetzt macht er sie weg. Das hat sie auch gerade gesagt. Ja, der Gegner ist jetzt zerstört. So, jetzt haben sie auch alle drei Caps gleich. Also von dem her läuft es wirklich super gut für die. Jetzt, wenn die Phoenix ein bisschen reindrehen würde. Ja, genau, ganz genau so braucht das. Da könnten schon die nächsten Zitadellen gleich ihr Zeitliches segnen. Ne, in dem Fall leider mal nicht. Und hier, da ist er jetzt weg. Das heißt, New York und Fuso und hinter ihm, was da ist noch die Isokase, dass die immer noch lebt, ist eigentlich eher kurios. Aber das sollte sich auch bald erledigt haben. Alle drei Punkte am Start. Tickets laufen jetzt ganz, ganz schnell ab für den Gegner. Zwei Zitadellen auf die Fuso. Ja, das ist jetzt wirklich alles ganz schön vernichtend, was hier passiert. Ich denke auch, dass die Fuso wahrscheinlich eher das zeitliche Signal, als dass die Tickets ablaufen. Aber das sehen wir ja gleich. Also nochmal leicht nachjustiert, hat man gut gesehen, leicht nach links und ab dafür. Und nochmal vier Zieltreffer mit 11.000 Schaden, Großkaliber damit sicher. Und eine Salve sollten wir uns von ihm noch ansehen dürfen. Dann ist es auch vorbei. Ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben. Kommentar ist immer gern gesehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.